und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin jetzt gerade hier am Flughafen Berlin-Brandenburg, also kurz BR. Für mich geht es jetzt heute mit Qatar Airways erstmal nach Doha. Heißt erstmal eine Langstrecke, 6 Stunden ungefähr. Und auch fliegen wir in der 787-8. Ja, genau. Check-in-Schalter zeige ich jetzt gleich und dann. So, ich habe jetzt gerade halt schon eingesteckt. Das war jetzt ein bisschen aufwendig. Ich fliege halt noch weiter nach Dubai und dazu muss ich halt einige Dinge erfüllen, also eine Auslandskrankenversicherung, Corona-Test und noch die Corona-App und sowas. Gehe ich jetzt gleich zur Sicherheitskontrolle. Das Lustige ist hier im Terminal 1, ich kann hier nicht in den Hauptplatz zur Security, weil hier ist zu kalt hier. Die Mitarbeiter frieren sonst, weil die offensichtlich die Beheizung irgendwie vergessen haben oder so. Das ist ein typisches Spiel, ja. Also ich bin jetzt halt in der Sicherheitskontrolle. Viel ist nicht los, aber wenigstens hat der Duty Free Shop auf. Ja, wie ihr es halt gerade gesehen habt, ich gehe jetzt zu den Tegels, da geht jetzt mein Flieger ab. 18 Minuten soll ich angeblich Tempo schlüchten. Naja, was. So, ich habe jetzt die Passkontrolle passiert, bin jetzt halt im neuen Schengen-Bereich. Ja, willkommen auf dem BR, willkommen auf der Baustelle. Hier ist nichts fertig. Ich war der Duty-Free-Shop im neuen Schengen-Bereich. Ja, ich bin jetzt im neuen Schengen-Bereich, das heißt, ich gehe jetzt gerade zu meinem Gate. Die 18 Minuten, die angekündigt waren, waren das aber nie im Leben. Also, keine Ahnung, was die für eine Zeitangabe machen. Genau, Abflugsgate ist 10.07. Da gehe ich jetzt gerade hin. Sind wir jetzt gerade mal hier in C10, habe ich gesagt. Ja, es ist einfach so totenschill hier. Es wirkt, als ob der Flughafen noch gar nicht eröffnet wäre. Naja, ist auch egal. Ja, genau, Abflugzeit ist von meinem Flug 16.10 Uhr, das heißt entspannter Nachmittagsflug. Offizielle Flugzeit sind, glaube ich, 6 Stunden. Ja, ich fliege halt mit einer Boeing 787-8 oder auch 788. Genau, Registrierung blende ich euch sonst gleich ein. So, und ich wollte noch was zum Handgepäck sagen. Ich habe ja, also ich habe ja einerseits meinen aufzugebenden Koffer, da hatte ich ja 25 Kilo frei. Und dann habe ich halt noch so ein Handgepäckstück. Den schönen Rucksack und da kriegt ihr halt so einen Sticker ran, dass das Qatar Airways auch überprüft hat. Ich glaube, da sollte eigentlich euer Name draufstehen. Genau, dann über Qatar Airways überprüft nämlich auch das Gewicht. Ihr dürft ein Handgepäckstück bis zu 7 Kilo mitnehmen. Ich werde knapp darunter, weil ich noch einen Laptop mit habe, der schwer war. Ja, aber es wird halt echt kontrolliert. Also wenn ihr mal mit Qatar Airways fliegt, dann passt auf, dass ihr wirklich die Gewichtsbeschränkung einhaltet, weil sonst würde es wahrscheinlich euch ein bisschen extra Geld kosten, das wäre eigentlich unnötig. Ja. Hatte ich bei, also dass das Handgepäck so kontrolliert wird, hatte ich glaube ich bei keiner Airline bisher. So, wenn euch halt solche Videos gefallen, so Flugzeugvideos, so Reisevideos, dann abonniert halt auch gerne meinen Kanal, schreibt einen Kommentar, wenn ihr wollt, irgendwelche Verbesserungswünsche. Genau, und wenn euch das Video gefallen hat, liked gerne sowas alles halt. Unterstützt mich gerne, damit freue ich mich wirklich über jeden Einzelnen, der das macht. Ja, danke einfach schon mal. Nur ein kleiner Fakt nebenbei. Mein Flieger geht ja um 16.10 Uhr. Das ist einfach der vorletzte Flug, der heute abfliegt, der letzte Lufthansa-Flug nach Frankfurt. Aber es ist schon irgendwie traurig. So, schnell was zum Boarding. Es wurde halt noch Gruppen geboardet, beziehungsweise bei Qatar Airways heißt es halt Zone. Ich werde jetzt in Zone 1, deswegen kann ich nicht als erster rein. So, noch schnell zur Kabinenausstattung. Es gibt halt 232 Economy Class Sitz in zwei Kabinen. Ich sitze heute in der hinteren auf Sitzplatz 30A. Am Platz finde ich den in Kisten und dann eine Decke vor. Zeige ich euch später mehr.
und halt, weil ich so früh geworden bin, ist es schon. Ja. So, Entertainment kommt später. So, unter einem Sitz findet ihr halt eine Steckdose, Universalsteckdose, das heißt, ihr könnt alle Stecker benutzen. Auch aus Amerika zum Beispiel. Vor einem Sitz sind halt so zwei einzelne Sitztaschen. Unten die Box, die ihr gerade seht, ist halt die IFE-Box, also fürs Entertainment-System und für die Stromversorgung der Steckdose. Sitzabstand ist mit 79 cm sehr gut bemessen, also kann ich mich nicht beschweren. So, Sprachen könnt ihr halt verschiedene aus, wie Deutsch, Englisch, Französisch, sowas alles. Ich habe mir natürlich für Deutsch. Entertainment-System zeigt später noch ausführlicher. Flugroute ist halt erstmal, also die wird halt mit von 3D-Maps dargestellt und ja. Wie ihr seht, wir sind halt jetzt gerade noch am Flughafen in Berlin. So, das Display ist halt klappbar, das ist halt sehr gut zum Tisch. Der ist halt einmal so halb und dann noch voll ausklappbar. Voll ausklappbar ist auch ziemlich große, gute Größe. Wie ihr seht, wir fliegen heute von SXF, natürlich nicht mit dem BR, aber ja. Mit dem Schalter könnt ihr halt das Fenster dunkler stellen, weil bei der Boeing 787 gibt es ja keine normalen Sonnenblenden mehr. Our guest engineer, Cabin Service Director Khadija, and our team cabin crew, it is my pleasure to welcome you on board Qatar Airways flight QR082 to our home, state-of-the-art Hamad International Airport in Doha, Qatar, operating in conjunction with our co-share partner, Finnair. This will be the most important. Could you please give your attention to the safety video being screened shortly? Ladies and gentlemen, we'd like to take a moment to advise you about our service on board today. At Qatar Airways, we take our commitment to your safety, comfort and well-being very seriously. With that in mind, our in-flight service has been temporarily modified. I'd say we go. Say that level. Ready? We're here to make the greatest safety film for one of the most awarded airlines in the world. Baggage should be securely stowed in the overhead compartments or under the seats in front of you. Have you heard him moving? In-flight entertainment monitors should be folded away. That's it! Find the space! Slot it through! Close it down! Shoot it to the left! Shoot it to the... Still got it? Thank you! All done! Continue, Rob! Sorry. And any spare batteries. All electronic devices must be disconnected from in-seat power during taxi, takeoff and landing. So, wir rollen jetzt gerade noch zur nördlichen Startbahn von BR und fliegen dann Richtung Westen und machen dann eine 180-Grad-Kurve, um Richtung Doha zu fliegen. Ladies and gentlemen, the seat of time will return off shortly.
We recommend, however, that you keep your seatbelt loosely fastened at all times during the flight. If you're using a blanket, we kindly ask that you fasten your seatbelt over the blanket so it is visible to your crew. So, wie ihr seht, das ist immer noch leer, aber ein Platz ist mittlerweile belegt in der Reihe. Das ist halt so ein Reinigungstuch für eure Hände oder für den Sitz. Zusätzlich gibt es ja bei Qatar Airways noch dieses Travel Kit oder so. Da findet ihr halt eine Maske drin, Handschuhe und so eine Flasche Desinfektionsmittel. Seht ihr dann gleich? Genau. Das ist halt da drin. Finde ich gut, dass halt Qatar Airways sowas macht. Das ist halt dieses Desinfektionsmittel, die Handschuhe und noch halt die Maske. Falls ihr keine Kopfhörer dabei habt, Qatar Airways bietet zumindest auf Langstreckenflügen welche an. Sind jetzt sicherlich nicht die besten, aber ihr könnt sie halt benutzen. Klassische, einfache Kopfhörer. Die Decke, wie ich halt schon gesagt habe, ja, schön flauschig und halt in einer Plastiktüte verpackt. Es geht halt los, ich finde, auf den Booten sind halt eigentlich so das Qatar Airways Logo. Ja, in der Tasche findet ihr nur die Sicherheitskarte und die Kotztüte. Mehr gibt es halt aktuell nicht, also Bordmagazin ist halt wegen Corona nicht zur Verfügung. Ja, wie ihr seht, wir sind mittlerweile über Polen. Ja, haben jetzt noch ein bisschen, 4,5 Stunden Restzeit. Wie ihr seht, ist noch ein bisschen länger Strecke, aber später. Aber gleich mal zum Service, also gleich zur ersten Getränkerunde. Da gab es halt Bier und man konnte sich noch Apfelsaft und Orangensaft dazu aussuchen und halt diese zwei Packungen Brezeln mit so ein bisschen Zwiebelgeschmack. Falls ihr diese Chips mit Zwiebelgeschmack kennt, so schmeckt das. Ja, sind halt solche Packungen nicht super viel drin, aber einfach lecker. So, kommen wir jetzt zum Entertainment-System. Ja, wie ihr seht, also erstmal die deutsche Übersetzung ist manchmal ein bisschen komisch mit Hören, es soll wahrscheinlich Musik heißen. Zu den Filmen, es gibt halt Hollywood, Arabisch, Hollywood und noch irgendwas. Ja, gibt auch eine große Auswahl bei Hollywood. Sind nicht alle Filme auf Deutsch, manche, zum Beispiel Tencent oder Jumanji sind auf Deutsch, aber halt auch zum Beispiel Bad Boys, zwei oder drei hatte ich da, ist halt nur auf Englisch verfügbar. Aber die Auswahl ist immer ziemlich groß und da sind halt auch viele deutsche Filme dabei. Meckern und ihr werdet auf jeden Fall nicht gelangweilt sein auf eurem Flug. Ja, ich gucke mir jetzt Bad Boys for Life an, auch wenn er leider nicht auf Deutsch verfügbar ist. Dort sind die verschiedenen Kategorien und wie ihr seht, links unten da, wo Englisch steht, wäre es andere Sprachen verfügbar, würde da halt so ein Pfeil sein, da könnt ihr das auswählen. Bevor ihr den Film startet, kommt halt immer noch so Werbung, die ihr gleich seht. Das nervt halt schon immer ein bisschen. So, kommen wir nun zum Hauptgericht auf diesem Flug. Also es gibt halt zwei Varianten, einmal vegetarisch und einmal Fleisch. Ich habe mich jetzt für Fleisch entschieden, da gibt es halt das Hauptgericht, also Beef mit Kartoffelpüree, dann gibt es noch den Reis, ein Eis und das Wasser, ja, dazu noch eine Cola. Ja, das hat alles super lecker geschmeckt, also der Reis war aber ein bisschen trocken, deswegen, naja. In dem Serviette ist so ein Besteck drin aus Metall, was sehr schön ist. Und zusätzlich gibt es ja noch dieses Brötchen. Ich bin jetzt gerade hier in der hintersten Toilette, es gibt noch vorne eine. Genau, das Waschbecken, das ist so ein Gesichtsspray, wenn ich richtig liege, und halt ganz normal die Toilette. Aber halt, die Toilette ist nicht so klein, das ist halt auch ganz schön. So, und das ist halt die hintere Küche. Ja, auch mal ganz interessant zu sehen. So, die Kabine wurde jetzt in dieses rötliche Licht halt gesetzt. Ich finde, es sieht ganz schön aus, und das hat die dazu.
So, die nächste Getränkerunde für Qatar Airways jetzt, ich glaube, das ist die dritte jetzt. Ja, gibt es eine Cola und so eine Mana-Schokolade. Ja, zum Schlafen wird die Kabine jetzt abgedunkelt, aber ne, ich will noch nicht schlafen. So, und nächste Getränke- und Essensrunde. Ich habe diesmal jetzt bekommen so ein Popcorn mit Karamell und halt so ein KitKat. Genau, sieht ja dann, sieht halt so aus und schmeckt auch echt lecker. Also, Qatar Airways muss ich echt für das Catering tun. So, wie ihr seht, Doha ist nicht mehr weit entfernt. Da unten will ich hin. Dubai ist mein Endziel heute. Ja, wir sind dann jetzt gleich über dem Meer. Sind dann, rechts ins Bahrain und dann seht ihr, eine halbe Stunde geht jetzt noch. To Doha, the state of Qatar, your gateway to the world. The local time is 11:35 in the evening and the outside temperature is 20 degrees Celsius. So, noch als schnelles Auto halt jetzt. Also Essen war super lecker, Service war super und ja, allgemein super Flug Qatar Airways, kann ich nur loben.